Seit Jahrtausenden prägen sie die Landschaft und liefern wichtige Nahrungsmittel. Ebenso lang haben Menschen eine enge Beziehung zu ihnen. Kühe, Stiere und Ochsen. Sie bestimmen auch den Alltag ihrer Behüter. Die Geschichten von Menschen und Rindern sind so vielfältig wie das Land. Er kennt jeden ihrer Flecken. Ein Tierarzt, der sich am Fuße des Dachsteins um eine gefährdete Rinderrasse kümmert. Ja, Weiberl, das schmeckt denn gleich. Taugt's den Kindern allem, gell? In der Steiermark am Fuße des Dachsteins. Hier weidet eine Herde alter, vom Aussterben bedrohter Rinderrassen. Darunter Murbodner, die zur Zeit Kaiser Franz Josefs das Fleisch für Tafelspitz geliefert haben. Solche Rinder haben es Tierarzt Matthias Brandstätter angetan. Zusammen mit dem jungen Züchter will er sich ein kürzlich behandeltes Murbodner Kälbchen anschauen. Er weiß, dass er nicht immer willkommen ist. Die Tiere sind sensibel und wahrscheinlich ist auch der Geruch. Also ich will ein bisschen anders riechen. Wenn man schaut, die schnuppert schon. Wer ist da? Wer ist das? Den Geruch kenne ich. Der hat mir mal hintereingegriffen oder ein Spritzen gegeben oder was immer. Diese Erinnerung ist sicher noch evident. Die haben da ein sehr gutes Erinnerungsvermögen, fast wie ein Elefant. Das Kalb, der James da vorne, den wir sehen, der hat ein Panaritium gehabt, also Kuhnasch im Volksmund. Das ist eine Entzündung der Unterhaut im Klauenbereich. Auf den Almen tritt das hier und da auf, wird dann mit Antibiotika oder auch mit Hausmitteln behandelt. So, steh du einmal auf, du bist ja ganz bequeme. Und jetzt sieht man wunderschön, die Klauengelenke von dem Kalb sind wieder total abgeschwollen. Das Tier belastet beide Beine gleich. Es ist wieder völlig gesundet und saugt schon wieder an der Mutter. Das sind das, was man sich eigentlich wünscht. Die Hufe und die Klauen haben wir geheilt. Da braucht man nichts mehr machen. Die schickt man wieder in die Wildnis, zurück in die Natur, wo sie hingehören. Genau. Und du siehst ja, wie gut es hergeht. Schauen glücklich aus, ja? Ja. Schauen zufrieden aus. Ja. Glückliche Rinder, glückliche Menschen. Da lebt das Herz auf, wenn man sowas sieht. Dass es noch natürliche Produktion im Alpenraum gibt, die bodenständig ist, die nichts kaputt macht, sondern die unsere Bergwelt so erhält, wie sie seit Jahrhunderten von unseren Vorfahren schon bewirtschaftet worden ist. Matthias Brandstätter auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Ins Untertal, ein Seitental des Ennstals. Weite, mühsame Wege muss der Landtierarzt auf sich nehmen. Vor allem im Sommer, wenn viele Tiere auf der Alm sind. Der nächste Patient ist wieder ein Kälbchen in einer Herde Tux Cilatala, ebenfalls eine alte Rasse. Jetzt müssen wir das Tier überraschen und mit einer Spritze niederstrecken. Siehst du, Heinz? Erwischt! Warte, lass noch ein bisschen, Heinz. Das legt sich nieder. Es kämpft mit dem Bewusstsein. Also es will sich nicht freiwillig niederlegen. Und jetzt kämpft es noch. Aber irgendwann sind die Medikamente dann stärker und dann liegt es. Ja, die Mutter passt auf, das ist gar nicht ohne. Wenn die glaubt, dass wir ein Kalb essen wollen, dann ist es vorbei. Aber ich punktiere das Ganze jetzt und schau, was da drin ist. Ja, es fühlt sich nicht wie ein klassisches Abszess an, sondern eher wie so ein schwammiges Gewebe. Es könnte bedeuten, dass das entweder ein tumoröses Geschichtchen ist oder dass ein großer Bluterguss ist. Die Probe wird Matthias Brandstätter im Labor untersuchen lassen. Erst dann wird klar sein, was gegen die Geschwulst zu tun ist.
Die Mutter sorgt sich ganz rührend drum und das ist eine der Eigenschaften, die so erwünscht ist bei den alten Rassen, dieser Mutterinstinkt. Wie sich später herausgestellt hat, war es harmlos, tatsächlich nur ein Bluterguss. Und gleich Tierarzt Matthias Brandstetter und seine eigenen Kühe, Enztaler Bergschecken. Ja, aber das schmeckt den gleich. Taugt den Kinder alle. Zwischen Rindern und Menschen besteht eine jahrtausendealte Beziehung. Die Tiere prägen die Landschaft und den Alltag ihrer Behüter. Am Gössenberg im obersteirischen Enztal besucht Tierarzt Matthias Brandstetter einen entlegenen Bauernhof mit Enztaler Bergschecken. Auch diese genügsame alte Rinderrasse gilt als gefährdet. So, Laura. Ja? Das taugt einem sicher, wenn wir den Kleinen ein bisschen enturmen, ja, gell? Ja, bitte. Der ist jetzt auf der Wart gewesen. Ja. Und jetzt schauen wir, ob er das auch will. Das Mann, ich magst du nicht fürchten von mir. Ja, ich tue da nur was drauf. Schau, er tut da nichts, Mandl. Genau. Das war's eigentlich schon. Damit ist der junge Mann enturmt. Mein Lausbub bist du. Zu Laura Bacher und ihren Enztaler Bergschecken hat Matthias Brandstetter eine besondere Verbindung. Von ihr hat er seine erste Kuh bekommen, mit der er begann, diese alte Rasse zu züchten. Eine heißt Brittany, mhm. Die ist direkt noch von der Baroness. Ah, direkt von der Baroness ja. Noch? Und das ganze Brave und von der habe ich auch schon wieder Nachzucht. Ach so. Ja. Ja, die Laura ist der Ursprung von unserer Bergschäckenzucht. Sie war eine der Bewahrerin dieser Rasse und hat sie durchgesetzt durch against all odds, müsste man heutzutage sagen, gegen alle Widerstände. Ja. Und hat diese Rasse aufrechterhalten und die Tiere gerettet und weiter betrieben. Und dadurch sind wir gute Freunde geworden, gell, Laura? Genau. Ja. Mein Hund, der Matthias, Fenster ein bisschen aufmachen. So, wieso das da, gell? Ach so, nein, das ist hinter dir. Das hinter meiner ist noch besser, meinst du? Ja. Das ist noch ein handgeschmitter Kropfspieß, gell? Ja, genau. Ja, das sind die besten. So, haben wir schon. Inzwischen ist Matthias Brandstetter schon stolzer Besitzer einer beachtlichen Herde. Im Sommer sind seine Enztaler Bergschecken auf der Alm direkt am Dachstein. Jede Woche schaut er nach ihnen. Gossi, Gossi, Gossi! Gossi, Gossi, Bella! Gossi! Gossi, Gossi! Gossi, Gossi, Gossi! Bella, Gossela! Gussi, 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 Gussi. Das sind alles reine Bergschecken. Das ist die Barbie-Puppe. Barbie-Puppe, du bist mein Schatzi. Die mag das sehr gern. Und das sind unsere Jungen, die alle schon mit Hörnern aufwachsen. Das ist der Nachwuchs. Das sind die Jungkalmer. Und die sind alle schon belegt. Die hat der Peter schon besprungen. Und da hoffen wir, dass wir im Herbst noch eine schöne Kalvinfeier kriegen. Ja, Weiberlo, das schmeckt den gleich. Taugt den Kindern allem, gell? Ja, sicher. Die Enztaler Bergschecken, die stammen aus dem Enztal und wir sind im Enztal. Und unsere Vorfahren haben mit diesen Tieren praktisch die Alpen erschlossen und bewirtschaftet. Und das ist ja irgendwo eine Aufgabe und eine Verpflichtung. Das ist ja ein Erbe, das man trägt. Wahrscheinlich würde, wenn man die Erdgeschichte als Ganze nimmt, wenig verloren sein. Aber für unsere Kultur und für unsere Landwirtschaft im Alpenraum würde ein wertvolles Stück verloren gehen. Und zwar ein wertvolles Stück sowohl an Kultur als auch an Tieren und Tiergenmaterial und kultureller Tierhaltung, die ja an diese Rasse gekoppelt ist.